Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Wings. Ich wollte mal nachsehen, nachdem wir ja letztes Mal so schön belobigt wurden von unserem Colonel Farrah, ob wir vielleicht irgendwas in unserer Akte jetzt stehen haben. Dafür muss ich zurück ins Main-Menü und dann geht's glaube ich über Review Pilots. Da müsste ich eigentlich uns aufrufen können. Ich glaube ja, so dürfte das gehen. Current Pilot, genau. Current Pilot müsste ich ja sein, oder? Naja, werden wir sehen. Er lädt auf jeden Fall. Genau, das sind wir. Oh, na hier sieht man natürlich unsere Werte. Flying, Max, Shooting, Stamina und auch unsere Abschüsse. Da sehen wir auch, dass wir bisher nur einen Decker abgeschossen haben. Noch keinen Doppeldecker und noch keine Trippeldecker. Und auch noch keine Heißluftballons. Das ist aber nicht schlimm. Aber ansonsten haben wir noch keine Ehrung bekommen. Kein Militärcross, kein Croix de Guerre, Dist Surf Order, Legion d'Honneur oder Victoria Cross. Haben wir alles noch nicht. Kriegen wir vielleicht noch. Mal gucken. Aber dann können wir weitermachen in unserem Geschwader. Und dann starten wir mal rein in die nächste Mission. Bin schon gespannt, was heute kommen wird. Wenn wir da ein paar Deutsche abschießen müssen. Vielleicht ein paar Deutsche bombardieren müssen. Ein paar deutsche Soldaten beschießen müssen. Alles möglich. Alles drin. Der 9. März. Ah, Colonel Farrah ist nicht besonders glücklich mit uns. Er sagt, ein unfairer Kampf ist es nicht wert, gefochten wird zu werden. Damit meint er wahrscheinlich, weil wir im Moment noch überlegen sind, dem Gegner. Soweit wie er besorgt ist, unser Job ist es, den Gegner vom Himmel zu holen. Und das ist es, was wir im Moment tun. Aber er hätte gerne, dass wir es tun wie Gentlemen. Naja, gut, ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, was genau er hier bemängelt, aber solange wir die Gegner abschießen, naja. Und für heute steht mein erster Strafing-Run an. Steht hier. Wieder in Verdun. Müssen wir die Linien durchbrechen. Und mit ein wenig Glück wird Fritz uns nicht erwarten, wenn wir ihn überraschen. Mit Fritz meint er wahrscheinlich wieder die Hunnen. Oder die bösen Deutschen. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall darum. Das sehen wir jetzt aus der ISO-Perspektive. Hat ein bisschen was vom Moorhuhn-Schießen. Und da seht ihr schon Mission, Strafe the Infantry. Secondary Targets sind dann Konvoi und Tents. Aber jetzt geht es auf jeden Fall darum, so viele Soldaten wie möglich abzuschießen, die da rumlaufen werden. Und diese Red Cross Units, diese Red Cross Fahrzeuge, diese Rote Kreuz Fahrzeuge dürfen wir natürlich nicht beschießen. Das gibt dann böse, böse Abzüge. Werde ich auch nicht tun. Zumindest nach Möglichkeit nicht. Es geht ja auch jetzt eben nur darum, möglichst viele Soldaten zu erschießen. Toll, man darf nicht auf die Rotkreuztransporter schießen, aber soll Menschen erschießen. Okay. Das ist jetzt auf jeden Fall eine richtig spaßige Mission. Da sind auch schon eine Parade der Hunnen. Als wir an die Front kommen, zählen wir hunderte von gegnerischen Soldaten. Und wie wir es vermutet hatten, sie haben uns nicht erwartet. Also werden wir jetzt praktisch überfallsartig abknallen. Naja, auf jeden Fall eine spaßige Mission jetzt. Aber auch nicht ganz so einfach, weil irgendwie trifft man die Leute auf dem Boden gar nicht so einfach. Naja, wollen wir mal. Ich kann die Höhe wechseln. Schießen wir erstmal hier. Man muss aufpassen, die schießen zurück. Die können einen auch treffen und das werden sie auch. Oh, erstmal auf den schießen hier. Das ist wichtig, sonst holt er mich vom Himmel runter. Oh, ich darf nicht so viele Soldaten außer Acht lassen. Komm, er schießt die. Da können wir auf den Wagen hier schießen. Zählt das? Waren immerhin vier Mann drin. Das ist, glaube ich, kein guter Run, den ich hier habe. Ah. Wir sind gar nicht so einfach zu treffen. Mist. Man muss immer möglichst weit oben bleiben, damit man nicht getroffen wird von den gegnerischen Soldaten. Ja, komm. Hier diese Rotkreuzfahrzeuge darf man halt nicht abschießen. Boah. Kein guter Run, glaube ich. Es kommt danach auf die Prozentzahl an, wie viel man getroffen hat von den Gegnern. Oha, mein Flugzeug ist ganz schön zerbeult. Naja, können wir uns jetzt halt hier um die Zelte kümmern. Dann vielleicht noch ein paar Bonuspunkte in der Bewertung der Mission. Mal sehen. Ja, Schwein gehabt, dass sie mich nicht runtergeholt haben. Champion on the Trigger. Ja, in einem Triumphzug kehre ich zurück. Also scheint die Mission ein Erfolg gewesen zu sein. Schauen wir mal, was gleich oben links steht. Success. Ja, sehr schön.
613 Kugeln gefeuert, 21% getroffen. Von 55 Soldaten habe ich 33 destroyed, also getroffen, 60%, das reicht. Ja, immerhin alle Zelte zerstört, wunderbar. Naja, immerhin ein Erfolg, diese Mission. Sehr schön. Ich hatte ein schlechteres Gefühl gehabt, aber naja, lief dann wohl doch ein bisschen besser als gedacht. Gut. Dann geht's auch direkt weiter, würde ich sagen. Ich bin übrigens mit dem Major zusammen, der die meisten Flugzeuge abgeschossen hat. Seht ihr das? Haha! Ja, ich bin so gut. So, liebes Tagebuch. Hallo, liebes Tagebuch. Heute war ein schöner Tag. Ich habe viele, viele Deutsche abgeschossen. Es ist verdammt kalt an diesem Morgen des 17. März 1916. Und ich habe mich in meine Wolldecke eingemummelt sozusagen. Beziehungsweise um die Schultern gelegt. Aber sie hält mich nicht besonders warm. Schlaf ist immer noch eine Rarität. Ja, Feuerholz haben sie hingelegt. Ist ein bisschen schwer zu übersetzen, immer dieses On the Fly übersetzen. Vielleicht bleibe ich auch einfach beim Englischen demnächst mal sehen. So, und sobald die Sonne aufgehen wird, hier ist Farrah, also der Colonel Farrah, drei von uns nach oben auf eine Patrouille schicken. Das wird dann also die nächste Mission sein. Oh, was ist jetzt? Und ich habe bisher noch gar nichts über unsere Support-Truppen geschrieben, die uns so schön versorgen. Im Moment sind sie gerade dabei, die Lande- und die Startbahn von Eis zu befreien. Und der Typ, der dafür federführend ist, ist Sergeant Mackey. Er ist echt cool drauf. Gestern machte er einen Schneemann und packte auf diesen Schneemann eine deutsche Mütze, glaube ich. Deutsche Offiziersmütze. Und wir alle hatten Spaß daran, auf diesen Schneemann zu schießen. Okay. Naja, aber auch abseits dieser ganzen Fliegerei ein bisschen Spaß haben wir hier in diesem Krieg auch. Kann ja nicht immer nur an Krieg denken. Gut. Patrol for Enemy Aircraft. Second Lieutenant Emma Standard mit Second Lieutenant Bruce Todd und Second Lieutenant Mike Donnelly. Was soll schon schief gehen, wenn wir zu dritt da oben sind? Hauptsache, es kommen alle heil nach Hause. Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, alle heil nach Hause kommen, ja. So, bin gespannt auf, wie viele Deutsche wir jetzt treffen. Schauen uns um. Oder beziehungsweise das einfach mal umsehen wurde plötzlich richtig kompliziert. Da waren auf einmal drei Fokkers unter uns und die wollten unbedingt kämpfen. Nun ja, dann stellen wir uns dem doch. Immerhin drei von uns, drei von denen. Hätte schlimmer sein können. Schon mal den Vorteil, dass die unter uns sind. Wow. Schon sagen, treffe ich den gar nicht. Wo ist der hin? Ah, der fliegt langsamer. Ah, komm. Komm, den schnappen wir uns. Ah, dann gehe ich auf den rüber. Nicht, dass sie mich jetzt in eine Falle gelockt haben. Wow. War da nicht so ein Unsinn hier. Es gibt wieder Mecker vom Colonel. Wow. Wo sind denn meine Flügelleute? Oh, der Boden kommt ganz schön nahe. Jetzt fliege ich in die falsche Richtung. Irgendjemand ist auf dem Boden aufgeschlagen, wenn ich das jetzt richtig gehört habe. Sag mal, sind die jetzt alle in meinem Rücken? Ich habe echt Probleme, Höhe zu halten. In die andere Richtung. Da haben wir zwei Deutsche. Wo sind meine Kollegen? Boah, ich kann das Ding kaum noch in der Luft halten. Nicht gut. Mayday. We have a problem here on the board. Da sind Deutsche. Ich glaube, ich setze zur Landung an. Nee, geht nicht. Ich setze sie zur Landung an. Ist noch jemand auf Boden aufgeschlagen? Noch jemand?
Hoffentlich waren das nicht meine Kollegen. Aber ich befürchte schon irgendwie. Wo sind die denn alle? Hallo? Da brennt's. Ich sehe gar keinen mehr. Ich sehe weder von uns noch jemanden, noch sehe ich von den Gegnern jemanden. Der Kopf bewegt sich auch nicht mehr. Was ist denn hier los, sag mal? Wo sind denn alle? Hallo? Hallo? Ist ja merkwürdig. Muss ich hier in Not landen? Geht sonst nicht weiter? Ist eigentlich merkwürdig. Das gibt's eigentlich so gar nicht. Kann das Ding wirklich kaum noch in der Luft halten. Tja, keine Gegner mehr in Sicht. Keine eigenen Leute mehr in Sicht. Doch, da sind doch meine Leute. Da sind doch meine Jungs. Yay! Aber warum geht's hier nicht weiter? Oh, oh, meine Waffen sind jammed. Meine Waffen klemmen. Super. Gut. Würde ich sagen, werde ich hier mal zur Notlandung ansetzen. Boah, ich steuere gerade nicht in die Richtung. Da fliegt er alleine hin. Nach rechts. Lalalala. Schön ausgleichen und dann langsam aufsetzen. Langsam aufsetzen. Ganz locker, ganz locker. Die Bäume können wir ignorieren. Tupidupidupidup. Uah. Okay, dann war diese Mission wohl kein Erfolg. Es gibt Ehre im Sieg, es gibt Ehre in der Niederlage und es gibt Ehre darin, einfach nur am Leben zu bleiben. Ja, wahre Worte, wahre Worte. Gut, die Mission war ein Erfolg und Second Lieutenant Mike Donnelly hat alle runtergeholt. Na gut, ich musste auch notlanden, aber immerhin war die Mission ein Erfolg, von daher kein Problem. Ich gehe mal davon aus, der Colonel wird wohl nicht so begeistert davon sein, ein Flugzeug verloren zu haben. Aber vielleicht habe ich es ja auch nach Hause geschoben. Wer weiß. Kann ja sein. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, eine Mission können wir noch. Hm. Mensch, jetzt habe ich nur noch eine Quote von 1 zu 1. Naja. Oh, und Bobby Germain, unser Major. Schon 9 Abschüsse. Wow, der haut ja richtig rein. Naja. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht in der Geschichte des 56. Geschwaders. Hatten wir schon mit dem Schneemann, genau. Wir schreiben den 23. März 1916. Na, ich freue mich nicht auf diese morgendliche Patrouille. Wir fliegen nach Südosten oder südöstlich von Verdun zum deutschen Flugplatz in der Nähe von Metz. Farah möchte, dass wir die Deutschen wissen lassen, dass sie hier nicht tun und lassen können, was sie wollen, hinter unseren Linien. Und meanwhile he's making it clear, we'll cross the lines. Genau, und wir sollen ihnen gleichzeitig auch klar machen, dass wir auch jederzeit deren Linien durchbrechen, so wie wir es möchten. Gut, also den Deutschen klar machen, dass die keine Luftfreiheit haben, keine Lufthoheit und wir jederzeit in deren Luftraum eindringen können. Naja, ja. Darauf, auf sowas steht wohl Colonel Farah. Patrol for enemy aircraft. Zusammen mit First Lieutenant Patrick Weaver. Na, dann wollen wir mal. Hoffentlich geht das besser aus als gerade. Und hoffentlich sind wir jetzt nicht in Unterzahl, nur weil wir nur zu zweit fliegen. Hm, ja, ist tricky, tricky. Müssen wir mal gucken. Tja. Mann, 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 ich bin immer noch ein bisschen gerade genervt davon, dass ich landen musste. Nicht schön, nicht schön. Hoch über Metz, mein Partner und ich konfrontierten einen Eindecker, der ganz alleine darum flog. Sehr schön. Wir wollten ihn ziehen lassen. Aber er hat uns ein Zeichen gegeben, dass er kämpfen wollte. Gut, wir sind zu zweit, der alleine, der will unbedingt kämpfen. Bitte. Das ist genau dieses Draufgängertum, wovor unser Colonel Farah immer alle Leute warnt. So, Schluck grüner Tee, dann geht's los. Können wir meinen Kollegen mal hier nicht im Weg kommen? Runterholen mit dem ersten Versuch. Ja, jetzt kommt er wieder da in Licht, in Sicht. Das dürfte doch wieder mein Abschuss gewesen sein, oder? Gott sei Dank konnte ich die Schmach von gerade ausbügeln. Ja, Gott sei Dank. Und das neue Flugzeug fliegt sich auch viel besser, wenn es nicht ganz kaputt ist. Also, wenn es überhaupt nicht kaputt ist, meine ich.
Fliegt sich gut, doch. Das war's. Tschüss. Ah, der süße Geschmack des Sieges. So, und mein Abschuss? Ich denke mal, oder? Yes, Baby. Sehr schön. Die Mission natürlich ein voller Erfolg. Und für mich ein Abschuss mehr auf der Liste. Oh, Gott sei Dank. First Lieutenant Rick Hendricks nur verwundet, nicht getötet. Bisher hat unser Geschwader noch keinen Toten hinnehmen müssen. Das sind eigentlich gute Nachrichten bisher. Gut, dann war's das auch wieder für heute mit Wings. Pilot MS Standard, 6 Missionen, 6 Kills, hält sich bisher ganz wacker. Aber so langsam gehen jetzt die schwierigen Missionen los und dann ist nur eine Frage der Zeit, bis dann einer von euch dort draußen meine Nachfolge hier im 56. Geschwader antreten wird. Wenn ihr weiterhin dabei sein wollt, könnt ihr euch immer noch eintragen in den Kommentaren, dann setze ich euch auf die Liste und dann werdet ihr irgendwann drankommen. Für heute bedanke ich mich fürs Zusehen, denkt an die grünen Daumen, hinterlasst mir eure Kommentare. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, bis dann, tschüss, ciao und bye bye.